Hi und herzlich willkommen zu zwei weiteren Übungsaufgaben aus dem Untertest. Quantitative und formale Probleme vom TMS bzw. EMS. Die zwei hübschen Aufgaben, die wir heute anschauen, die kommen von matfreak.com. Solltet ihr euch für Übungsmaterialien für den TMS oder EMS interessieren, schaut mal bei denen auf der Website vorbei. Ihr könnt da nämlich gerade Collections kaufen. Und mit dem Code MedMagda ein Übungsbuch komplett gratis dazu bekommen, wenn ihr das gleichzeitig mit der Collection in den Warenkorb legt. Ja, aber um euch mal eine Kostprobe erst zu geben aus den Materialien, kriegen wir jetzt hier diese beiden Aufgaben gestellt. Erste Aufgabe. Kleiner Tipp, seid ganz vorsichtig beim Lesen. Immer im TMS. Ihr bekommt einen würfelförmigen Körper, Kantenlänge 0,6 Meter. Und der ist gefüllt mit Rapsöl bis oben hin, also komplett gefüllt. Und jetzt wird das Rapsöl umgefüllt von diesem würfelförmigen Körper in einen quaderförmigen Körper. Und der ist 40 cm hoch. Der quaderförmige Körper ist jetzt auch komplett voll mit dem Öl. Und unsere Frage ist, wie groß denn dann die Grundfläche des Quaders ist? Und da kann man anfangen zu rechnen und zu überlegen, okay, würfelförmig, also irgendwie so ein Ding, Kantenlänge 0,6, also überall, weil Würfel ja Länge, Breite und Höhe immer gleich haben. Also Volumen wäre 0,6 hoch 3, dann wird das umgefüllt in den Quader. Zeichnen wir uns auch mal. Quader sieht ungefähr irgendwie so aus, je nachdem, wie die Maße da gewählt sind. Und jetzt wissen wir, dass hier die Kantenlänge 40 cm ist, also die Höhe 40 cm. Und wir suchen die Grundfläche. Und was man da machen könnte, wäre, okay, zu sagen, für den Quader gilt ja fürs Volumen a mal b mal c. Also hier bei uns wäre dieses 0,6 hoch 3, diese 40, also 0,6 hoch 3, umrechnen noch alles irgendwie in Zentimeter oder eben in Dezimeter. Man kann, seht ihr, ziemlich viel da machen und man kommt auch auf ein Ergebnis. Aber die Aufgabe ist, eigentlich in 3 Sekunden lösbar oder noch weniger. Weil ganz aufmerksam lesen. Da steht, wir suchen die Grundfläche des Quaders. Aber schaut mal die Antwortmöglichkeiten an. Das sind keine Flächen. Alle Antwortmöglichkeiten haben Kubikmeter als Einheit. Das heißt, ihr könnt sofort, ohne irgendwas zu rechnen, ohne irgendwelche Skizzen zu machen, straight durchgehen und sagen, keine der 4 angegebenen Lösungen ist richtig, weil das alles Volumeneinheiten sind. Keine der 4 anderen Antwortmöglichkeiten ist eine Fläche. Und damit ist eben die letzte Antwort, keine der 4 gegebenen Lösungen, richtig. Schauen wir mal die nächste Aufgabe an. Da ist es natürlich jetzt nicht mehr so, ne? Den Trick kann ich nur einmal mit euch machen. Aber seht es als Warnung, ganz genau lesen und auch aufpassen, ob da Fallen gestellt werden. Hier in der nächsten Aufgabe wird keine Falle gestellt, da muss man echt rechnen. Wir haben ein Süßwasser-Aquarium. Wir wissen, es ist 33 Achtel Dezimeter tief, 75,5 Zentimeter hoch und 1,25 Meter breit. Erste Idee, die ich sofort habe, ich mache mir eine Skizze. Typisches Aquarium ist irgendwie auch so ein quaderförmiges Teil, vielleicht so ungefähr. Und jetzt ist es eindeutig so, dass da was mit den Einheiten zu tun ist. Weil, ihr seht schon, alle Einheiten sind hier irgendwie verschieden. Die Tiefe, also wie weit es nach hinten oder vorne geht, ist 33 Achtel Dezimeter. Die Höhe ist 75,5 Zentimeter. Und die Breite 1,25 Meter. Alles also nicht maßstabsgetreu, was ich hier gezeichnet habe, aber ist ja auch nur eine Skizze. Und jetzt müsst ihr wissen, weil es ja irgendwie um Liter geht in der Antwort, dass ein Liter ein Dezimeter hoch 3 ist. Also ein Würfel mit Kantenlänge überall 10 Zentimetern. Das wäre ein Liter. Ne, das wisst ihr. 10 Zentimeter sind nämlich ein Dezimeter. Ja, und wir müssen jetzt noch bedenken, dass unser Aquarium mit Wasser gefüllt wird, aber nicht komplett, sondern es soll auch noch ein Rand gelassen werden.
Also irgendwie bis hierhin 20 mm unter den Rand soll unser Wasser eingefüllt werden. Und 20 mm, naja, das sind 2 cm. Heißt also, hier bleiben 2 cm frei. Und damit ist dieser Wasserkörper, der ja auch quaderförmig ist, 73,5 cm hoch. Und jetzt habe ich schon gesagt, es muss an sich am besten in Dezimetern gerechnet werden, weil Dezimeter Kubik dann direkt Liter ist. Wandeln wir also erstmal alles hier in Dezimeter um. Dann haben wir hier 7,55 Dezimeter, beziehungsweise für uns brauchen wir dann 7,35 Dezimeter. Dann haben wir noch hier ein Viertel Meter, macht 125 Zentimeter, also 12,5 Dezimeter. Ja, und jetzt mit diesen Einheiten können wir tatsächlich die Frage beantworten und sagen, wie viel Wasser in das Becken dann reingeflossen ist. Wir müssen noch bedenken, dass das Volumen A mal B mal C ist. Also bei uns sagen wir 7,35 Dezimeter mal 12,5 Dezimeter mal 33 Achtel Dezimeter. Und je nach Aufgabe sind da jetzt verschiedene Strategien cool. Die erste Strategie, die ich immer fahren würde, wäre so ein bisschen auf Glück hoffen und sagen, ich guck mal, ob ich das nicht ganz einfach lösen kann. 33 Achtel ist ja fast 32 Achtel und das wäre 4. 12,5 mal 4, das wäre 50. Das heißt, ich könnte so ungefähr jedenfalls rechnen, wenn ich erstmal hoffe, dass ich mir nicht die Mühe machen muss. Ich könnte so ungefähr rechnen 7,35 mal 50. Und mal 50 ist super. Das ist nämlich wie mal 100 und dann durch 2. Und das kriegt ihr hin. 7,35 mal 100 ist 735. Das durch 2, naja, 700 durch 2, 350. Dann die 30 durch 2 wäre 15 und dann noch die 5 durch 2 wäre 2,5. Also 367,5 wäre das. Und jetzt wissen wir aber, dass wir ja 33 Achtel kleiner gemacht haben zu 32 Achteln. In jedem Fall können wir aber sagen, dass es ungefähr 367,5 Dezimeter Kubik sind, also Liter. Und dementsprechend können wir schon mal die 3800 Liter rauskicken. Und manchmal ist es halt so, dass man wirklich alles rauskicken kann, bis auf eine, obwohl man sich nicht mit den komplizierten Zahlen rumgeschlagen hat, sondern vereinfacht gerechnet und überschlagen hat. Ja, und vielleicht können wir ja noch mehr rauskicken. Deziliter sind Zehntelliter, also ein Deziliter ist ein Zehntelliter. Das heißt, das hier wären 390 Liter. Könnte also vielleicht hinkommen. Hektoliter muss man auch wissen. Ein Hektoliter sind 100 Liter. Das sind also hier irgendwie 389, Liter. Ist auch noch irgendwie im Rahmen des Möglichen. Und leider bringt diese Strategie mit dem Überschlagen hier nicht mega viel. Hätte aber klappen können. Also ein Versuch ist es oft wert. Nächste Idee. Ich muss es halt dann wirklich konkret ausrechnen. Probieren wir es mal aus. Exakt und nicht gerundet. Dann haben wir 7,35 mal 12,5 mal 33 Achtel. Was machen wir? Wir versuchen erstmal alles zu Brüchen zu machen. 7,35 kann ich schreiben als 735 Hundertstel. 12,5 kann ich zum Beispiel schreiben als 25 Halbe. Und 33 Achtel, naja, ist 33 Achtel. Und dann kann man gucken, ob man gut kürzen kann. Und ich sehe schon direkt, ich kann die 25 mit der 100 super kürzen, nämlich durch 25. Unten bleibt dann eine 4 und oben bleibt eine 1. Das heißt, das Ganze wird zu 735 mal 33 und unten 4 mal 2 mal 8, also 64. Und das könnte euch bekannt vorkommen. Diese 64 haben wir nämlich schon gesehen bei der allerersten Antwortmöglichkeit. Und das ist immer ein gutes Zeichen, dass ihr irgendwie in die richtige Richtung geht, wenn ihr schon was sehen könnt, was irgendwie ein bisschen passt. Müssen wir also jetzt nur noch gucken, ob auch der Zähler zu der Idee passt.
Und da brauche ich als Kopfrechenniete auf jeden Fall eine gute Nebenrechnung. Schauen wir mal, wie wir es machen. Meine Nebenrechnung: 735 mal 33. Ich rechne erstmal 735 mal 3. Das kriege ich gerade noch so hin mit schriftlicher Multiplikation. Kennt ihr noch, oder? 3 mal 5 ist 15, also 5, 1 im Kopf. 3 mal 3 ist 9 und die 1 dazu macht 10, also 0, 1 im Kopf. Und 7 mal 3 ist 21, die 1 dazu macht 22. Jetzt habe ich aber eigentlich 735 mal 33 rechnen wollen. Wenn ich also mir eine 0 dazu setze, dann kommt auch hier einfach eine 0 dran. Das Zehnfache in die Multiplikation macht das zehnfache Ergebnis. Und jetzt muss ich ja irgendwie noch diese 33 mit reinmachen. Also kann ich jetzt sagen, wenn ich 735 mal 3 rechne, das kannte ich schon, dann war es ja 2205. Insgesamt ist es also, wenn ich hier 33 als Faktor habe, wie 735 mal 30 und 735 mal 3. Und das addiert. Und da kommt raus, ganz hervorragend, 2, 4, 2, 5, 5. Ne, da kann man wie in der Grundschule einen Strich drunter machen. 5, 5, 2, 4, 2. Alles wird spaltenweise addiert. Ja, und jetzt schaut, was passiert ist. Wir haben tatsächlich diese Zahl hier herausbekommen. 2, 4, 2, 5, 5 und im Nenner unten eine 64. Und das ist perfekterweise genau unsere Antwortmöglichkeit 1. Ja, und das war's auch schon. Was nehmen wir mit aus diesen beiden Aufgaben? Erstens ganz, ganz, ganz genau lesen und aufpassen, ob man da aufs Glatteis geführt wird. Und zweitens rechnen mit Einheiten und rechnen mit Brüchen und Kopfrechnen, auch mit großen Zahlen, muss unbedingt sitzen. Wenn ihr das üben wollt, schaut mal hier rein oder wie gesagt, guckt bei den MathFreaks vorbei und schaut mal nach deren Übungsbüchern. In jedem Fall bereitet euch richtig gut vor und rechnet alle Übungen, die ihr in die Finger kriegen könnt. Ganz viel Erfolg. Ciao.